Ja, ich bin Martin Steffen. Herzlich willkommen hier bei mir in der Halle 261 in Hamburg-Finkenwerder. Ich bin verantwortlich für die Produktion, für den Produktionsbereich A330, A350. Wir sind hier in Halle 261 in Finkenwerder. Wir sind in dem Bereich, also in dieser gesamten Halle, wird die A350 in der Struktur und in der Ausrüstung gefertigt und die A330 Ausrüstung. Das heißt, aus der Strukturmontage in Halle 26, wo wir eben zusammen waren, kommen die Sektionen hier rein und wir sehen das hier, eine hintere und eine vordere Sektion wird hier eingelegt und dann entsprechend die Systeminstallation, also Kabelbündel, Elektrik, mechanische Systeme, Hydraulik, Wassersystem, alles wird hier eingebaut. Und wie lange dauert das? Also wie lange arbeitet man an einer Sektion? Das sind circa 3 bis 4 Wochen, je nachdem. Und hier arbeiten im Zweischichtbetrieb so circa 60 bis 70 Mitarbeiter. Wie viele, kann man sagen, wie viele Kabel hier verlegt werden oder wie viel Material? Weil ich sehe ja auch ganz schön viele Boxen und einzelne Rohre und so weiter. Da sind ja wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Sachen drin. Und jede Sektion oder jedes Flugzeug hier ist dann auch ein bisschen unterschiedlich. Ist das richtig? Genau. Also es sind einige 100 Kilometer an Leitungsbündeln, einzelne Leitungen im Flugzeug verbaut, etliche Materialträger. Also es sind schon einige Sattelschlepper, die das Material hier uns herbringen zum Einbau. Genau. Das ist auch das, was wir hier in den Regalen sehen, richtig? Die einzelnen Teile und woher weiß man, was jetzt genau wohin kommt? Genau. Da gibt es einen Plan. Genau. Es gibt einen Plan für alles in der Luftfahrt. Wir bauen das Flugzeug zweimal, einmal auf Papier und einmal in echt. Und die Mechaniker und Elektriker bauen das Flugzeug entsprechend der Bauunterlagen. Das heißt, sie haben Zeichnungen und Fertigungsaufträge, wonach sie die entsprechenden Komponenten einbauen. Sei es für die Klimaanlage oder Kabelbündel für die Elektrik. All das wird in den Fertigungsaufträgen vorgegeben, wie der Einbau stattzufinden hat. Und der Mitarbeiter dokumentiert nachher, dass er das ordnungsgemäß eingebaut hat. Die Qualitätssicherung prüft im Anschluss nochmal und dann ist das Flugzeug fertig. Und wo geht es dann hin? Dann geht das Flugzeug von hier aus auf den Beluga und dann in Richtung der Endlinie in Toulouse für die hintere Sektion. Und die vordere Sektion geht in unser Werk nach Saint-Nazaire, wo die Sektion mit dem Cockpit verheiratet wird.